Hi Leute, in diesem Video stelle ich euch die meiner Meinung nach besten Steuertools vor, um all eure Kryptotransaktionen kostenlos zu tracken. Bezahlt wird erst, wenn ihr einen fertigen Bericht für eure Steuererklärung erstellen lassen wollt. Der Preis ist abhängig von den gesamten Transaktionen. Dazu später mehr. Ansonsten könnt ihr es komplett kostenlos zum Tracking benutzen, um die Übersicht zu behalten. Und das vollautomatisch. Mit Accounting und Coinly lassen sich die Wallets und Börsen inklusive aller getätigten Transaktionen einfach importieren. Um euch genau zu zeigen, wie einfach es funktioniert, habe ich auf beiden Seiten alle meine Wallets und Börsen gelöscht, um sie jetzt parallel neu anzulegen. Erstmal braucht ihr einen Account oder ihr loggt euch einfach mit eurem Google-Konto ein. Dann können wir anfangen zu importieren. Da die Abläufe so gut wie identisch sind, werde ich die Börsen und Wallets immer parallel auf beiden Seiten hinzufügen. Starten wir mit der größten Börse, Binance. Erstmal klickt ihr auf Add a Wallet und sucht Binance raus. Dann müsst ihr euch bei Binance einloggen, um eure API zu bekommen. Dafür hovert ihr über euer Profil und klickt dort auf API Management. Hier wählt ihr einen Namen und legt eine neue API an, indem ihr auf Create API klickt. Dann müsst ihr die Codes anfordern, indem ihr bei beiden Feldern auf Get Code klickt. Gebt dann die Codes, die ihr per SMS und E-Mail bekommt, in die richtigen Felder ein und klickt auf Submit. Ist das erledigt, bekommt ihr den API und Secret Key. Klickt hier nichts weiteres unten an. Als nächstes kopiert ihr beide Keys und fügt sie auf den Seiten ein. Bestätigt sie und der Import der Daten läuft im Hintergrund. Eine weitere Börse, die ich nutze, ist Bitpanda. Dort bekommt ihr auch eine API, die ich hier, wie in einer guten Kochshow, schon mal vorbereitet habe. Auch diese findet ihr in eurem Bitpanda-Account. Jetzt connecten wir Coinbase mit den Seiten. Hier müsst ihr euch mit euren Coinbase Login-Daten anmelden und dann über die Schnittstelle den Zugriff autorisieren. Kommen wir jetzt zu den Wallets. Die MetaMask nutzen sicher die meisten von euch. Hier bei Coinly braucht ihr einfach nur euren Public Key, lasst alle anderen Optionen wie sie sind und klickt auf Secure Import. Bei Accounting müsst ihr im Ethereum-Netzwerk oder in der Binance Smart Chain angemeldet sein, um die MetaMask freizuschalten. Viele neue Games werden auf der Binance Smart Chain released, deshalb darf diese natürlich nicht fehlen. Ich nutze hierfür die MetaMask und muss deshalb hier den gleichen Public Key eingeben. Auch hier einfach einfügen und bestätigen. Dann werden alle Transaktionen, die ihr je über die Chain getätigt habt, einfach importiert. Das dritte Netzwerk, das auch für viele Games verwendet wird, ist Polygon bzw. Matic. Das läuft auch über meine MetaMask. Deshalb ist es hier dasselbe Spiel. Interessant wird es mit der Engine Wallet, da diese zurzeit noch keine direkte Verknüpfung hat. Da es sich um eine Ethereum Wallet handelt, müssen wir hier bei Coinly die erste Option Ethereum, ETH und Tokens wählen.
Dort fügt ihr euren Public Key der Engine Wallet ein und auch diese Wallet wird importiert. Bei Accounting gebt ihr NG ein und wählt den untersten aus. Public Key rein und ihr seid good to go. So, das sind auf jeden Fall die wichtigsten Börsen und Wallets für das Crypto-Gaming und alle anderen Krypto-Geschäfte. Gebt dem Ganzen etwas Zeit, bis alles vollständig importiert ist. Bei Transaktionen könnt ihr sie alle nochmal im Detail sehen und Kommentare hinzufügen, Änderungen vornehmen etc. Die Transaktionen werden alle mit dem jeweiligen Euro-Gegenwert der Kryptowährung zum Zeitpunkt des Handels angezeigt, was wichtig für die Steuern ist. Bei Accounting gibt es noch ein Fenster mit den Haltefristen, ab wann die gehaltenen Coins steuerfrei sind, unter der Voraussetzung, dass du in einem Land lebst, das diese Regelung hat. Bei Deutschland trifft das zu. In meinem Fall könnte ich hier eine Kryptowährung komplett steuerfrei auszahlen lassen. Hier ist noch ein Preisvergleich der beiden Seiten. Sie sind relativ identisch. Ich tracke es einfach auf beiden Seiten und gucke, was am Ende des Jahres für mich besser passt. Wenn ihr wirklich nur ein paar Kryptowährungen gekauft habt und sie liegen lasst, ist die Free Tax Stufe vermutlich interessant für euch. Bei 3.000 bis 5.000 Trades ist Accounting definitiv interessanter. Bezahlen könnt ihr bei Accounting mit Kreditkarte und PayPal. Wenn ihr dem Link unter dem Video folgt, bekommt ihr noch 10% Rabatt auf euren ersten Steuerbericht. Bei Coinly könnt ihr auch mit Kreditkarte oder mit Kryptowährungen zahlen, was auch ziemlich cool ist. Ich hoffe, das Video konnte euch einen Überblick verschaffen, wie leicht es tatsächlich ist, alle Transaktionen zu tracken. Selbst wenn ihr keinen Steuerbericht braucht, nutzt die Tools einfach für das kostenlose Tracking. Alle Links findet ihr in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.